Hallo und willkommen zu Solid Snake. Mein Name ist Felix und ich spiele heute mit dem Kadaver. Ja, und ich bin mal gespannt, wie ich mich schlagen werde. Mit der Keule ist es wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Schlagen. Aber gut. Dort ist die erste. Die hat nicht mit mir gerechnet. So, die hat sogar noch die Tür zugemacht für mich. Da kam sie jetzt nicht schnell genug von mir weg. Okay, die erste liegt. Der hat sich hingehockt. So. Diese Tür ist weg. Hat er sich wieder hingehockt? Oh, das war gut. Und zack. Okay, der spielt schon besser. Der lässt sich nicht so einfach veralbern. Ach, der Sprint war schon zu schnell vorbei. Einmal, okay. Was war das? Hätte nicht damit gerechnet, dass ich durch das Fenster geklettert komme. Eieiei, aber hier war, glaube ich, sogar der Shop. Ach, perfekt. So, ich hole mir mal eine Falle. Die setze ich mal hier so an den Eingang, klar. Das können die Gambler sehen und einfach drüber springen. Ah, vielleicht geht mein Plan auf. Und ich kriege damit jemanden. So, dort hinten schleicht jemand durch die Gänge. Einmal. Und Glocke. Zweimal. So, jetzt gehe ich nach hier oben und versuche die andere zu finden. Die müsste ja hier oben irgendwo liegen. Ich glaube, ja, die ist schon so gut wie ausgeblutet. Die wurde nicht befreit. Eieiei, vielleicht ging den Gamblern das jetzt auch schon wieder zu schnell. Nee, aber ich finde sie nicht. Die muss, die ist hier oben irgendwie gewesen, aber... Ja, wer weiß, wo sie hingekrochen ist. So, ich habe noch 55 Münzen. Dafür hole ich mir jetzt Maske und Glocke. Und hoffe damit einfach mal die letzte noch überraschen zu können. So, wo ist sie? Die ist dort hinten irgendwo. Die steht dort einfach nur. Warte mal, komme ich vielleicht von der Seite besser ran? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das war diese Richtung. Der zweite verblutet jetzt gleich. Vor allem, ist die AFK oder verschreckt oder keine Ahnung. Wobei, nein, das muss dann die andere Richtung gewesen sein. Verdammt. Die muss dann hier irgendwo gewesen sein. Dann bin ich jetzt gerade eben in die falsche Richtung gegangen, weil zu dem Schrein da hinten hätte ich mich auch teleportieren können. So, wo ist sie? Die war zumindest hier irgendwo. Vielleicht war sie auch nicht AFK, sondern nur kurzweilig. Da, keine Ahnung, wo sie jetzt hin ist. Ich gehe mal hier unten, aber wobei, dann hätte ich mich auch zu dem Schrein teleportiert, wäre sie hier. Oh, sie hat der anderen geholfen. Okay, die beiden wollen es nochmal ein bisschen spannend machen. Wobei, jetzt wo zwei Leute tot sind, ist das mit der Spannung so eine Sache, ne? Okay, passt auf, ich aktiviere einfach mal die Glocke. Dann gehe ich nah an sie heran und gebe ihr einen Hit mit. Okay, sie weicht aus. Die kann auch ein bisschen besser spielen. Ich will aber nur, dass meine Kraft wieder aufgeladen ist. Die denkt aber auch, dass ich ein bisschen blöd bin, oder? Das war ein bisschen übereifrig, dass sie mich da versucht hat, so auszutricksen. Die hat vielleicht nicht sich umgeschaut. Hier ist das Umschauen ein bisschen schwieriger, weil hier nicht wie in Dead by Daylight die Kamera frei ist, sondern so an die Bewegungen bzw. ja, an den Charakter halt so festgemacht ist. So, Maske und Glocke, wo bist du? Gehst du retten? Okay, und das war's. Zack, die erste ist weg. Und zack, die zweite ist weg. So, und das war's mit unseren Gamblern. Die Runde ging ja auch recht schnell weg. Naja. Das ist nun mal... Ich glaube, in Dead by Daylight wäre es halt nicht anders. Aber Dead by Daylight spiele ich halt häufiger. So. Es gab wieder ein paar Punkte, ein paar Münzen.
Levelfortschritt. So, und das waren unsere Gampen. Okay, 5, 1 und 3. Das war ein bisschen fies, dass sie gegen mich spielen mussten. Aber hier Level 22, der hätte sich ein bisschen besser anstellen können. Naja, manchmal, da verkacke auch ich. Na gut, ich hoffe, ich hatte das... Wobei, nee, Quatsch. Ich mache hier nochmal eine zweite Runde dran. Die ging super schnell. Bis gleich demnach. Da sind wir in der zweiten Runde mit der Katzenoma diesmal. So, mal sehen, wie sich die Gambler diesmal schlagen werden. So, ich teleportiere mich erstmal hin und her. Ist wieder die verfluchte Peststation. Und du kriegst das mal ein. Und? Was? Oh, die war zu weit weg. Ah, sie bekommt es aber auch nicht mit, oder wie? Hallo? Und die andere ist hier hinter irgendwo gerannt. Also hier hinten lang gelaufen. Ich möchte mich nur mal ganz kurz umschauen. Die hat sich bestimmt hier irgendwo hingehockt. Nein? Okay, aber dort hinten hat dafür jemand einen Skillcheck verhauen. Einmal. So, die läuft da lang. Ich kürze einfach ab und verwandle sie in eine Miete. Ich hätte sie auch schlagen können. Das wäre vielleicht effektiver geworden. Oh, einer ist schon irgendwie gedisconnected. Vor allem die Liegende ist gedisconnected. Oh, dort oben war noch jemand. Die habe ich gerade eben gesehen. Miau. Damit hat sie wohl nicht gerechnet. So, ich bräuchte mal einen Shop für eine Maske, um die letzte noch zu finden. So, irgendwie, ich weiß es nicht. Also, spiele ich zu gut? Ich glaube, ich spiele nicht zu gut, aber irgendwie geht das hier alles gerade sehr einfach, aber liegt wahrscheinlich am Rang. So, dort oben ist einer. So, ich habe eine Idee. Ich aktiviere das. Habt ihr ihn verwandelt dort oben? Der hat bestimmt auch blöd geguckt. Von wo? Von wo kam die? Ja, von unter dir, mein Lieber. Und du bist jetzt eine Mieze. Und musst erstmal deine Freunde finden. Da kommt die Mieze angelaufen. Hallo. So, erst wenn er wieder zu einem Menschen wird, dann ist er verletzt. Und dann kann ich ihn niederschlagen. Solange er noch eine Mieze ist, kann ich ihm nichts anhaben. Aber sobald der Zauber vorbei ist, gibt's auf den Kopf. So. Ich habe ihn wieder in eine Mieze verwandelt, aber weil er der Letzte war, hat sie direkt, ja, hingeworfen sozusagen. Und die Katze kriegt sein Herzchen. Mensch, das wäre schon wieder eine super kurze Runde. So, die hole ich mir auch schnell. Schade, dass die eine gedisconnected ist. Der hätte vielleicht, ich weiß nicht, ob der vielleicht wirklich was noch rausgerissen hätte, aber so waren sie auf jeden Fall im Nachteil. Okay, ab zum Shop. Und eine Maske holen. Wo ist der Letzte? Der liegt dort vorne. So, jetzt komme ich an und fresse auch. Gebe auch dein Herz meiner Katze zu fressen. So, zack. Und Herzchen fürs Kätzchen. Wundervoll. So, und das war's mit dieser Runde. Eieiei. Ich glaube, ich probiere mal ein paar Runden Gambler. Vielleicht wird das auch spannend. So, das waren unsere Punkte. Ach, die Runde ging auch wieder viel zu schnell vorbei. Wir haben knapp einen Pip gemacht mit 10.000 Punkten. So, das waren unsere Gegner. Mal schauen. Die einzige, die irgendwie leveltechnisch an uns rankommt, ist leider gedisconnected. Die anderen, ja, waren nicht vorbereitet. Na gut, ich hoffe, euch haben diese beiden Folgen gefallen. Lasst gerne Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.